Hallo ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen bei mir in neuem Zuhause hier auf dem wunderschönen Marktplatz in Pirna. Wir befinden uns in dem ehemaligen Marieneck. Das ist meine nächste böhmische Versuchung, die ich hier vor einigen Monaten gestartet habe. Es gibt wieder die feinste böhmische Küche mit dem feinsten böhmischen Bier. Und wenn ihr Bock darauf habt, zeige ich euch einfach mal, was wir alles da in den Töpfen haben. So, wie ihr seht, ja, wird bei uns natürlich alles frisch zubereitet. Das, was wir jetzt gerade mal sehen, ist der Rindergulasch. Der wird dann in große Stücke geschnitten, dann gewürzt, dann ab in den Ofen damit. Aber das, was ich heute vorhabe, ist euch zu zeigen, unseren Schweinebraten, weil das ist eigentlich immer das A und O der böhmischen Küche. Natürlich dazu gehört ordentliche Portion Fleisch, was meine tolle Köchin, die Radzka, heute für euch zubereiten wird. Beziehungsweise es geht hauptsächlich erstmal um das Würzen. Das Fleisch wäre ohne Würze nichts wert. Was die Kräuter beinhaltet, das ist unsere eigene Mischung. Und die verrate ich natürlich nie, das ist unser Geheimnis. Und ich will, dass hier zu uns eben immer diesen fantastischen Schweinebraten kommt und verkostet. So, es kann losgehen. Wir fangen mit dem Öl an. Wird natürlich immer genauso wie dann die Gewürze mit einmassiert. Hab keine Angst vor dem Salz. Es ist jede Menge Fleisch, das heißt, Schweinchen verträgt auch ein Tick mehr. So wie ich jetzt mal die Radka beobachte, dann kann ich eigentlich noch einen Massagesalon aufmachen. So wie sie lieber vorher immer das Fleisch bearbeitet. Das war die Kräutermischung und der Kümmel. Ist ein wichtiger Bestandteil. Ist ein gemahlener. In Tschechien wird normalerweise ein Kümmel im Ganzen benutzt. Allerdings haben wir festgestellt, dass das nicht immer gut bei dem deutschen Publikum ankommt. Deswegen haben wir uns für die gemahlene Version entschieden. Wir sind fertig mit Würzen. Jetzt ist es natürlich, hier gibt es eine Profiküche, das heißt, wir arbeiten mit Konvektomaten. Da können wir einstellen, wir gehen auf 130 Grad. 70% Backen, 30% Dampf. Kerntemperatur soll bei 75 Grad sein und das zieht sich jetzt über mehrere Stunden, 5-6 Stunden mindestens, je nach Größe vom Fleisch. Wenn ihr das zu Hause ausprobieren wollt, ihr müsst dann in ein Blech ein bisschen Wasser oder externe Tasse mit ein wenig kaltem Wasser mit in den Ofen stellen. Das Fleisch saugt natürlich den Dampf bzw. das Wasser mit auf und das Fleisch bleibt dann schön saftig. Wenn ihr das mit aufschneidet, dann spritzt das Wasser überall, der Fleischsaft. Also das ist ja mal eben das, was es ausmacht. Habe ich euch zu viel versprochen? Guckt euch das mal an. Also das ist wirklich ein ordentliches Stück Fleisch, schön zart. Beide Sorten Knödel, die böhmischen, die Kartoffelknödel, beide Sorten Kraut, eine wunderbare Bratensauce. Ich denke mal, da läuft jedem immer das Wasser im Mund zusammen. Ich sage nur, guten Appetit, dobro chut. Und dazu darf ich nicht vergessen, frisch gezapftes Bier. Das, was ich jetzt da habe, ist Pilsner Urquell. Wir haben allerdings auch für Liebhaber von einem hellen Kruschewitze, Budweiser, das ist eher süßlich. Und für Liebhaber vom Schwarzbier habe ich auch was da. Also, ich komme durch. So ihr Lieben, wie ihr seht und hört, das ist meine neue Mitarbeiterin, die ich hier in Pirna habe. Wir nennen sie immer liebevoll Manichka und das ist, ja genau, das ist so. Das machen wir. Die redet einfach mal zu viel, aber sie ist unverzichtbar. Sie dient lediglich dazu, unser Personal oder mein Personal zu unterstützen. Die Wege in die Küche sind elend lang und so kann ich gewährleisten, dass meine Kellner immer vor Ort sind. Das heißt, sie müssen diese langen Wege einfach mal nicht auf sich zu nehmen. Das heißt, sie ersetzt keinen Kellner, sie unterstützt mein Personal. Und wie ich sehe, habe ich hier ein bisschen was zum Gucken und Manichka und uns und den leckeren Schweinebraten seht ihr dann bei dovkuka.de. Kommt vorbei und genießt es einfach. Danke euch, bis bald.
Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.